Hey, ihr Nerd-Taster. Vor mir hier, genau hinter der Kamera, steht der Dennis. Der bittet mich, euch zu grüßen. Das mache ich sehr, sehr gerne. Passt auf euch auf, lasst euch gut gehen, handelt immer aus dem Herzen. Ja, und ansonsten, wir sehen uns. Ja, moin Leute, ich bin's natürlich Nerdtaste, ne? Ich habe gerade den Micha getroffen hier auf der Weekend of Hell und Thomas ist hier auch dabei. Moin, ja, wir sind von Thomas. Ja, wir sind hier auf der Weekend of Hell. Ne? Und was jetzt hier passiert, das werde ich gleich ein bisschen sehen in einem Präsentationsvideo. Ja. Was sagst du dazu? Ja, auf jeden Fall. Ja, ja, ja. Hast du Bock? Ja, auf jeden Fall. Bock. Ja, 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 machen wir, ne? Bis gleich. Weekend of Hell, jedes Jahr gerne wieder. Also ich finde es super, tolle Leute hier, tolle Stände, man findet Gleichgesinnte, Cosplay gibt immer mehr und mehr. Hier gerade ist der Weekend of Hell und das ist echt cool, ich verteile auch Karten und hier gibt es viele Stände, man kann sich tätowieren lassen und das ist ganz cool. Mehr Cosplayer sein, aber die Stimmung ist toll. Weekend of Hell ist zu empfehlen. Absolut. So Leute, jetzt sind wir so gesehen ein bisschen durch mit der Weekend of Hell. Wir werden ein bisschen noch shoppen. Aber ihr habt ja gesehen, impressionsmäßig sehr viele Eindrücke. Es gibt hier einiges zu gucken in Halle 8. Es ist nur eine Halle. Sonst kennt ihr ja von der Comic Convention, glaube ich, drei Hallen oder so. Aber es reicht auch erstmal. Wir können wirklich shoppen. Es wird auch langsam hier voll und stickig und kuschelig. Oder? Was sagst du dazu, Thomas? Ja, man ist ein bisschen überfordert und ganz viele Cosplayer, richtig schöne Cosplays. Ne? Alles dabei, von Ghostbusters bis zum Horror, alles. Bekannte Gesichter. Also ihr habt wirklich viele Merch-Stände, die ihr abklappern könnt. Ihr könnt natürlich sehr viele Stars kennenlernen. Viele sind auch wirklich warmherzig, die euch kuscheln oder euch drücken. Also zum Beispiel Aaron Singleton, der ist ja Wahnsinn, der was er für den Fans wiedergibt. Andere sind da so ein bisschen wie Steven Seagal, so eher, ja, wenn du dann bezahlst, dann, ne, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber klar, die leben davon auch. Trotzdem, das ist so, wo man sagt, schade, ne? Oder? Ja, auf jeden Fall, ne? Aber es gibt halt auch Ausnahmen, so wie, wie hieß die noch? Sarah Butler? Sarah Butler zum Beispiel, die ist super herzlich. Also man kann auch rangehen, Fotos machen, filmen kann man auch. Bei Robert England wird es nicht so gern gesehen, wenn du filmst. Da kannst du nur ein Foto machen und am besten gleich wieder gehen, ja. Es sei denn, du kaufst es dir. Ja, ist halt immer noch ein Kritikpunkt, ne? Aber wenn man Fan ist, dann bezahlt man das auch, ja. Denke ich. Ne? Man muss sagen, es ist ein gutes Event, macht Spaß. Was sie kostet an die 30 Euro, klar, wenn ihr noch VIP-Tickets kauft, das ist natürlich was anderes. Aber ihr habt ja wirklich hier Spaß. Es wird nicht zu eng. Es wurde darauf organisiert, dass es wirklich, auch wirklich nicht zu eng ist, dass zu viele Leute reinkommen. Also ihr habt keine Platzmangel oder was ich was in der Art. Also wir hatten uns wirklich wohlgefühlt. Ne? Ja. Ja, vor allen Dingen, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, mit den Stars. Ja. Ne? Also der T-Dog gespielt hat, den hast du ja, glaube ich, auch gerade erwähnt. Ja, ne? Ja. Aus Walking Dead. Super sympathischer Typ und ey, der ist so herzlich, hat einen gleich in den Arm genommen und
war toll. Also es gibt, wie gesagt, es gibt gute Dinger. Hier Fright Guys, ne? Auch ja, Hammer wieder, wie immer. Ja. Also die sind fast überall dabei und die sind echt toll. Seid gespannt, die habe ich nachher nochmal verlinkt, die ganzen Kooperationspartner auch für nächstes Mal in den Adventskalender. Die habe ich ja generell auch alle so ein bisschen markiert. Guckt mal bei denen vorbei, auf Instagram, auf Facebook, YouTube und so weiter. Klar, lasst hier ein Like und ein Abo da. Guckt nochmal auf die anderen Events von Weekend of Hell, Comic Con Germany und so weiter. Ja, und letztes Video könnt ihr euch auch gerne angucken, wenn ihr es wollt. Und ich würde sagen, Weekend of Hell ist so gesehen für uns gleich vorbei, also für das Video. Und wir sagen, das war die Weekend of Hell. Ne? Und ganz wichtig, wenn ihr es nicht getan habt, diesen Kanal Nerdtaste abonnieren und Phantomas abonnieren, denn da bekommt ihr einen Adventskalender und da gibt es richtig nice Preise, die wir abgeräumt haben. Ich will nicht zu viel versprechen, aber es lohnt sich. Auf jeden Fall. Ne? Wir sagen, Leute, ne? Bis dann und ciao und bam! Wie findest du Weekend of Hell? Du bist ja schon kaufsüchtig. Ja, ich wollte. Zu wenig Toiletten. Die Toiletten werden nicht mehr. Ihr wisst schon, ich mach da eine Blende rein. Die Filmjunkies suchen die Toilette, ne? Oder so ein Grillstand. Oder in der Mitte so ein kleiner Grillstand, wo du da so ein paar Würstchen kaufen kannst. Also man sollte draußen viel mehr. Draußen, ja. Man hat so viele Möglichkeiten, genau, was man macht. Hier, nimm mal. Ich hab mit alle drei hier gekauft. Das ist alles nur eins für dich.